Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in diesem Blog. QGIS ist ja mittlerweile ein recht umfangreiches Geoinformationssystem geworden und es gibt eventuell auch Benutzergruppen, für die das einfach zu umfangreich ist in ihrer täglichen Arbeit. Deswegen hat Sandro Mani von der Sospol-Firma aus der Schweiz ein System entwickelt, was auf den QGIS-Kern aufsetzt, was aber wesentlich einfacher zu bedienen ist. Und das wird er uns jetzt vorstellen. Genau. Besten Dank und guten Tag allerseits. Mein Name ist eben Sandro Mani. Ich arbeite als Software-Ingenieur bei der Firma Sospol in Zürich und werde heute dieses Produkt, Gadas Albireo, das wir jetzt hier als vereinfachtes QGIS beschrieben haben, vorstellen. Ich werde zuerst ein paar Informationen zum Hintergrund und zur Umsetzung geben und dann werde ich ein größer Block-Live-Demo riskieren, um da das ganze Produkt einmal gründlich vorzustellen. Der Hintergrund: vor circa 5 Jahren ist dieses Projekt geboren sozusagen als neues Kartendarstellungssystem für die Schweizer Armee und insbesondere soll ein Produkt sein, das für nicht spezialisierte Benutzer ausgerichtet ist. Das heißt, als Ziele wurden gesetzt, man soll eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, also übersichtliche Benutzeroberfläche haben, breite Unterstützung für sämtliche Geodatenformate und OGC-Standards und dann zahlreiche spezifische Funktionen, wie sie von der Armee da gefordert wurden, also Zeichnungsfunktionen, Lagedarstellungsfunktionen, Geländeanalyse, Messtools, gute Druckmöglichkeiten und so weiter, wie wir dann sehen werden. Zum anderen war dann auch noch das Ziel, dass das Programm erweiterbar sein soll mit Plugins. Das heißt, man hat dann eine Basisapplikation und dann abhängig vom Einsatzgebiet soll man dieses erweitern können durch spezifische Plugins für eben die entsprechende Abteilung. Und dann ein weiteres großes Ziel ist, es soll eben einfach sein, die Leute da reinzuschulen, das Programm benutzen zu können. Und ja, genau. Als Umsetzung, also eben, das Ziel war ja, man muss gute Geodatenunterstützung haben. Das heißt, es war naheliegend, auf ein existierendes Produkt aufzubauen. Und da ist wohl das bekannteste in unserem Bereich QGIS. Das ist ein sehr leistungsfähiges Programm, hat gute Unterstützung für sämtliche Geodatenformate, die gebraucht werden. Und dann eben die Anforderung, eine einfache Benutzeroberfläche anzubieten, indem man wirklich nur die Funktionen anbieten kann, die man will. Und das wurde in Zusammenarbeit mit einer Firma, die Ergonomen, Usability AG heißt, entwickelt. Und schon mal, um einen Vorgeschmack zu geben, so sieht dann das Endresultat aus. Also wir haben so eine Ribbon-Interface-basierte Anwendung, wo man einfach sämtliche Funktionen als übersichtliche Schaltflächen anbietet und der Hauptfokus natürlich weiterhin die Kartenansicht. Ein paar Worte zur Umsetzung. Eben das Projekt ist im 2015 geboren. Die erste Version kam im 2016 raus und die haben wir als Fork von QGIS 2.12 erstellt, indem wir einfach eine neue Benutzeroberfläche geschrieben haben und so die klassische QGIS-Benutzeroberfläche damit ersetzt haben, neue und modifizierte Klassen dazugefügt haben, um eben die Funktionen abzudecken, die gefordert wurden. Aber da sind wir dann längerfristig auf Probleme gestoßen. Zum einen war die Entwicklung stark gekoppelt. Das heißt, zum einen natürlich passiert upstream QGIS extrem viel. Und das war nicht immer vielleicht genau gleich mit dem, was jetzt im Projekt selber gefordert wurde. Und zum zweiten ist, wie konnten wir da diese Erweiterungen, die wir jetzt für CADAS entwickelt haben, parallel, sagen wir mal, mit wenig Aufwand weiterpflegen. Und vor allem, wie können wir sicherstellen, dass die QGIS-Basis aktuell bleibt, da sich ja QGIS immer sehr schnell weiterentwickelt.
Daraus haben wir jetzt ein CADAS 2.0 gemacht mit einer grundsätzlich neuen Architektur. Das heißt, CADAS ist jetzt sozusagen eine unabhängige Anwendung gegenüber QGIS, aber sie basiert auf QGIS. Für die, die ein bisschen den technischen Hintergrund von QGIS kennen, QGIS hat zwei Grundbibliotheken, das werden wir später noch in einem Schema sehen. Und CADAS benutzt diese, um die Core-Funktionalität von QGIS anbieten zu können oder nutzen zu können. Und alles Weitere ist dann in einer separaten Abteilung entwickelt sozusagen. Und somit können wir da eigentlich entkoppelt entwickeln. QGIS kann oder entwickelt sich, wie man weiß, upstream, und wir können dann unsere Funktionalitäten separat weiterpflegen und dann einfach periodisch die Grundbibliotheken ersetzen, sodass wir die neuesten Änderungen von QGIS bezüglich Geodaten, Formate und so weiter auch nutzen können. Und das naheliegendste Ziel jetzt ist in unserem Fall, dass wir einfach periodisch auf die neueste LTR-Version von QGIS aktualisieren. Das Ganze mal schematisch dargestellt. Eben, QGIS besteht eigentlich aus, jetzt vereinfacht gesagt, drei Grundbibliotheken, eine Core, eine GUI und eine Anwendungsbibliothek. Und diese zwei Bibliotheken haben eine öffentliche API und die nutzen wir, um die Grundfunktionen, zum Beispiel eben Ebenen, Kartendarstellung, Datenformate, Drucken in CADAS anbieten zu können. Und gleichzeitig haben wir in CADAS weitere Bibliotheken, die dann die Funktionen anbieten, die CADAS-spezifisch sind. Gleichzeitig haben wir noch Python-API in CADAS und dazu übernehmen wir auch die entsprechenden Funktionen oder Bibliotheken aus QGIS selber, sodass wir auch ein großer Teil der QGIS-Grund-Python-API anbieten können in CADAS. Kurz ein paar technische Sachen, sodass mal irgendwo steht. Es ist eine Desktop-Anwendung, sie ist C++ Qt 5, wie QGIS selber, und hat eine Python 3 Plugin-Schnittstelle. Sie ist Cross-Platform, jetzt für unseren Kundenbereich ist es hauptsächlich Windows 64-Bit, aber ich werde es jetzt auf Linux zeigen, das heißt, es läuft da auch, und ist eine GPL Version 2 lizenzierte Anwendung. Der aktuelle Stand, wir haben jetzt im Februar den RC2 ausgegeben und der Final Release ist für Mai von diesem Jahr geplant. Und was jetzt noch Work in Progress ist, wir mussten in verschiedenen Bereichen in QGIS kleinere Anpassungen vornehmen, sodass wir entsprechende Funktionen in CADAS nutzen konnten. Und diese werden jetzt fortlaufend ins QGIS Upstream Repository reingepflegt. Viel ist schon passiert und einige sind jetzt noch pendent. Wo ist das Ganze zu finden? Auf GitHub gibt es den Quellcode von CADAS unter CADAS Albireo 2. Es gibt Handbücher dazu, dann gibt es automatisierte Builds für Windows 64-Bit. Wir möchten künftig auch Flatpaks für Linux anbieten. Und dann gibt es noch dieses spezielle QGIS-Repository, eben vorhin erwähnt, wir mussten einige Änderungen vornehmen. Die sind momentan in diesem Repository hier gepflegt und wir werden diese jetzt laufend in Upstream Repository integrieren, sodass idealerweise in naher Zukunft dieses Repository dann nicht mehr erforderlich ist, sondern man einfach das ganz normale QGIS-Repository als Basis nehmen kann. Genau, das ist jetzt mal der technische Teil. Jetzt werde ich zur Demo rübergehen. Das ist das Bild, das ich vorhin gezeigt habe, also die Anwendung. Man hat ein Kartenbild, man kann durch die Karten navigieren wie gewohnt. Unten hat man eine Koordinatenanzeige, eine Höhenanzeige und die Möglichkeit, die Kartenprojektion umzustellen. Da sind momentan die Projektionen aufgelistet, die jetzt für den Einsatz in der Schweizer Armee sinnvoll sind. Dann hat man links einen Ebenenbaum, wie man ihn von QGIS kennt. Funktionen zur Verwaltung von Geodaten, die werde ich gleich zeigen. Ein wichtiger Aspekt vielleicht ist der Einstiegspunkt. Das ganze Produkt ist, oder die Anwendung ist vorlagenbasiert.
In diesem Fall erkennt die Anwendung, ob es online oder offline ist und startet mit einer entsprechenden Online-Vorlage, wo Online-Karten als Basis verwendet werden oder eben für einen Offline-Einsatz. Da werden Offline-Karten angeboten oder sonst kann man eben ein neues Projekt erstellen und da hat man wieder die Wahl, eben man möchte ein Online-Projekt, jetzt in diesem Fall entweder Schweiz oder weltweit, oder eben ein Offline-Projekt, wo Offline-Daten verwendet werden. Da sind aber vorkonfigurierte Projekte, die mit der Applikation verteilt werden. Das heißt, das kann jeder selbst gestalten und entsprechend verteilen. Jetzt bin ich da in einer Schweiz Online-Vorlage, da haben wir eine Schweizer Landeskarte als Hintergrund. Eben, dann, was kann man machen? Man kann zum Beispiel suchen, jetzt gehe ich nach Zürich. Das heißt, man hat so eine praktische Möglichkeit oder eine integrierte Suche in der Anwendung. Dann kann man Geodaten reinladen. Zum einen gibt es die Funktionen, die man schon von Cookies kennt. Also man kann zum Beispiel eine Vektorebene hinzufügen. Jetzt nehme ich mal diese, das sind die Seen, wenn es mir recht ist. Genau. Man kann auch Dienste einfügen, WMS, WFS und so weiter. Da ist auch wieder der Standard-Cookies-Dialog, der angeboten wird. Ich kann zum Beispiel mal die Gemeindegrenzen nehmen. Genau. Dann haben wir hier eben der Layer-Tree. Da werden zum Beispiel oder können Legenden angezeigt werden, falls es die Ebene anbietet. Und dann haben wir weitere Ebenen, die jetzt von der Vorlage aus schon drin waren. Zum Beispiel kann man hier die Hintergrundkarte auswählen. Dann gibt es, wie gewohnt, die Möglichkeiten, die Ebenen zu gestalten. Das ist wiederum Standard-Cookies-Funktionalität. Jetzt möchte ich die Seen wahrscheinlich eher blau als rot haben. Genau. Und jetzt eine weitere kaderspezifische Funktionalität ist so ein Katalog. Da ist wiederum ein Dienst irgendwo im Hintergrund, der einfach Ebenen anbietet, gemäß dem Einsatzgebiet. Und das kann man hier als Baum so navigieren oder man kann auch suchen. Was haben wir da? Stellen, öffentlicher Verkehr, Doppelklick und dann sind die Ebenen drin. Genau, das sind so ein bisschen die Ebenenverwaltungsmöglichkeiten, die wir in CADAS haben. Gehen wir einen Schritt weiter. Ansicht, hier gibt es zum einen einfach eine Möglichkeit, praktisch zur vorherigen oder zur nächsten Ansicht zu wechseln. Dann gibt es Möglichkeit, mehrere parallele Kartenansichten zu haben. Und dort kann man unabhängig wählen, welche Ebenen angezeigt werden, in welcher Ansicht. Zum Beispiel, da möchte ich die Haltestelle nicht, sondern die Seen. Da kann ich noch die Ansichten koppeln. Das heißt, wenn ich die Hauptansicht verschiebe, dann bewegt sich die Unteransicht entsprechend. Genau. Was hier vielleicht noch wichtig zu sagen ist, nur die Hauptansicht ist aktiv, die Nebenansichten sind rein passiv, das heißt, sämtliche Zeichnungswerkzeuge, die ich jetzt zeigen werde, können in der Hauptansicht bedient werden und die Nebenansichten, die synchronisieren sich einfach mit der Hauptansicht. Genau. Ein weiterer spannender Teil, ich nehme die mal raus, weil das ist ein bisschen langsam, ist die 3D-Ansicht. Da haben wir so eine komplette 3D-Globe-Ansicht und hier kann man auch synchronisieren mit der 2D-Ansicht. Und hier hat man ein Geländemodell im Hintergrund und man kann eigentlich schön die Landschaft bewundern. Was jetzt hier noch interessant ist, zum Beispiel, wenn ich in den Seen die Farbe ändere auf irgendwas, dann wird es automatisch in der 3D-Ansicht on the fly nachgeführt. Eine weitere interessante Möglichkeit ist noch, ich kann hier zum Beispiel eine Ebene dazu nehmen, die Bahnhof heißt, das ist der Zürcher Hauptbahnhof. Dann synchronisiere ich da mal.
Also die wird jetzt die Ebene als zweite Textur dargestellt, aber ich kann auch da in den Eigenschaften die als extrudierte Geometrie, zum Beispiel auf 100 Meter Höhe, darstellen und dann erscheint mir jetzt der Bahnhof als extrudierte 3D-Geometrie. Weitere Tools, wir haben Messtools, Distanz, Fläche, oder ich kann auch eine bestehende Fläche messen, also hier kann ich zum Beispiel die Fläche von diesem Polygon hier messen. Dann ganz schöne Funktionen sind die Geländeanalyse-Tools, gehe ich mal ein bisschen in die Berge. Wo bin ich jetzt? Da ist ein Gebiet, das ich gut kenne. Zum Beispiel kann man hier ein Höhenprofil berechnen und dann mit der Maus drüber fahren und die Höhen im entsprechenden Punkt anschauen. Wenn ich jetzt ein einzelnes Segment zeichne, dann kann ich eine sogenannte Sichtbarkeitsanalyse darstellen, wo einfach dargestellt wird, abhängig von diesem Punkt, was kann der Benutzer sehen. Dann gibt es eine Slope-Funktion, da kann ich einen Bereich auswählen und es wird das Neigungsprofil berechnet. Das ist ein bisschen langsamer, als es gewohnt ist. Genau, so. Oder dann ein Hillshade, auch eine interessante Funktion. Da wird das Gelände schattiert, abhängig von einer definierten Richtung vom Licht, wie man hier in den Angabeparametern angeben konnte. Und zuletzt noch ein Viewshade, das ist von einem Punkt ausgehend, was kann man von dort aus sehen. Also grün ist jetzt in dem Fall, was man sehen kann. Zeichnungsfunktionen, einfach Redlining, das heißt Polygone, Pins, Bilder. Und wenn die Bilder georeferenziert sind, dann werden sie automatisch an die entsprechende Position in der Karte platziert. Navigation, hier gibt es Möglichkeiten zur Erfassung von GPX-Routen und Waypoints und dann die Möglichkeiten, das importieren und exportieren und auch ein angeschlossenes GPS-Gerät, falls vorhanden, mit der Anwendung zu koppeln und die Positionen der Karte anzuzeigen. Ich glaube, ich bin ziemlich durch mit der Zeit langsam. Eine Funktion möchte ich noch zeigen, die ist ganz nett. Die Druckfunktion, die ist hauptsächlich von QGIS übernommen, aber hier haben wir so ein benutzerfreundliches Vorschau, oder ja, ein Dialog mit einer Vorschau. Da kann man mit einem Rechteck der auszudruckende Bereich auswählen. Es wird dann hier direkt angezeigt, was ausgedruckt wird und dann daraus ein PDF erzeugen. Dann haben wir noch sämtliche Funktionen zum Erstellen von KMLs und Geopackages, abhängig von den Daten im Projekt. Ich denke, ich werde hier mal mit der Demo aufhören. Falls es noch Fragen gibt, kann ich noch gerne weitere Funktionen genauer zeigen. Aber sonst bin ich, glaube ich, jetzt mit der Zeit durch. Also, besten Dank für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Sandro Mani, für diese schöne Einführung. Hat jemand Fragen? Da hinten. Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage, sind die Geländedaten dann online verfügbar über eine Cloud oder sind die immer lokal auf dem Client? Also das Geländemodell zum Beispiel. Also wir haben ein Geländemodell, also auf GitHub gibt es eine Demo-Vorlage, da wird ein weltweites Geländemodell referenziert, das eine, sag mal, gut genug Genauigkeit hat.
Das hier ist das Geländemodell von Swisstop, vom Schweizer Bundesamt. Das ist nicht öffentlich. Weitere Fragen? Gibt es Möglichkeiten, das UI noch weiter zu vereinfachen über eine Art Konfigurationsdatei? Also wenn man beispielsweise für bestimmte Nutzergruppen den Fall hätte, dass manche Funktionalitäten jetzt nicht erforderlich wären, dass man sozusagen eine Konfigurationsdatei hat, in der man sagt, dieses UI-Widget möchte ich jetzt sozusagen rausnehmen für diese Gruppe. Im aktuellen Umfang nicht, aber es wäre jetzt nicht eine sonderliche Hexerei, das noch zu implementieren. Wie wird denn jetzt speziell dieses Produkt von der Schweizerischen Armee angenommen? Gibt es da Feedback? Also ich glaube, die Person, die sitzt da oben. Also die Applikation ist momentan auf rund 25.000 Arbeitsplätzen verteilt. Ja. Und eben Benutzer sind absolut heterogen, ja, also vom Freak bis hin zu ja, jedermann. Und Feedback, wir sind soweit eigentlich ganz zufrieden. Und also auch was die Usability anbetrifft, auch was Incidents anbetrifft, Tickets, also technische Schwierigkeiten. Also insgesamt sind wir mit dem Feedback bis hier und heute eigentlich sehr zufrieden. Also es wird gutiert, die Anwendung. Hat noch jemand eine Frage? Ja, ich hätte noch eine Frage. Kann man dort jetzt ein normalen QGIS gemachtes Projekt auch direkt einbinden oder müsste das mit dem CADAS gemacht werden? Ist die Projektdatei sozusagen anders aufgestellt? Ich würde mal sagen, vom QGIS-Umfang wird praktisch alles korrekt übernommen. Das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt, sind, glaube ich, Mesh-Layers. Die haben wir in CADAS nicht drin. Ansonsten sollte eigentlich nichts dagegen sprechen. Umgekehrt ist das schwieriger. Also es gibt einige Sachen in CADAS, die natürlich QGIS so nicht anbietet. Dann vielen Dank an Sandro Mahning. Gerne.